Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 2. In der letzten Folge sind wir wieder hier unten angekommen und haben ein paar Rätsel gelöst. Ich muss noch einmal kurz in meine Dings gucken, in diese Schublade hier. Die beiden Schlüssel sind damit halt durch. Das ist ganz geil. Die Blendgranate würde ich auch mit rausnehmen für den Fall der Fälle. Im Moment ist noch das Messer ausgewählt. Ich glaube, das lassen wir auch ausgewählt. Die gehen gleich alle. Okay, USB-Dongle. Bester Name ever, aber wir speichern jetzt einmal kurz. Ich werde wahrscheinlich danach nochmal speichern, sage ich ganz ehrlich. Denn paranoid und so. Und wieso habe ich den Timer nicht gestartet? Lol. Okay, der ist einfach so bei 8 Sekunden stehen geblieben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Turm und der Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Hier ist halt schon das Pferd drauf. Deshalb würde ich das Pferd eigentlich schon aus Prinzip hier einsetzen. Ist hier auch irgendwas? Hier ist der Turm. Ist das überhaupt ein Turm? Das Ding. Bauer. Ups. Okay. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Turm und Springer. Das war der Springer, oder? Muss ich nochmal kurz nachschauen. Ach, es ist so schwierig, sich diese ganzen Symbole zu merken. Springer-Stecker, ja. Springer, so. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Selbe Wand, ja, es ist ein Turm. Was ist denn hier der Turm? Ist das der Turm? Ja, oder? Moment. Untersuchen. Turmstecker. Ah, okay, ich muss die, wo es noch nicht steht, muss ich noch untersuchen. Dame. König. Und Läufer, okay. Turmstecker. Würde ich behaupten. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay. Also haben wir ja gar nicht so krass viele Möglichkeiten. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dame. Das ist die Dame und das ist der Turm. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Außer den jetzt hier einzusetzen. Und Moment, wir schauen nochmal kurz nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Turm und Springer. Turm und Springer. Ja, doch. Das heißt, die beiden könnten wir im Notfall halt eben noch austauschen. Und Dame, Moment. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das hier ist der Turm, oder? Nein, das ist die Dame. Und das ist der Turm. Die liegen sich gegenüber und sind an derselben Wand. Probieren wir es aus. So rum stimmt es allerdings noch nicht. Okay. Dann machen wir Folgendes. Aber nee, das bringt ja überhaupt nichts, weil sich Dame und Turm ja gegenüberliegen. Das bedeutet, wir könnten höchstens nur noch die beiden hier austauschen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. König. Ah! Ich wusste es. So, ich habe schon ein bisschen daran gezweifelt, dass die Dinger vielleicht noch irgendwas aus. Also, dass die Dinger vielleicht falsch sind. Daran habe ich noch so ein bisschen gedacht, aber nö, anscheinend nicht. So, jetzt muss ich erstmal kurz was trinken. Moment. So, auf geht's. So, ich hoffe, hier gibt es irgendwo Munition, ansonsten bin ich am Arsch. Munition. Irgendwo. Hier ist eine Tür. Die ist zu. Und die kann ich auch nicht aufschließen. Ein grünes Kräuterle. Okay.
Was passiert, wenn ich das Grüne mit dem hier kombiniere? Grün und Blau, okay. Und kann ich das so benutzen? Ja, das könnte ich theoretisch auch benutzen. Es liegt ja auch noch ein rotes. Auch wieder so ein Ding. Okay, was bringt das? Das ist schon schwieriger. Okay. So war das aber nicht geplant. Ich fände es nice, wenn der mal seine komische Dings rausholen könnte. Seine Taschenlampe. Ach, leck mich. Oh oh. Oh oh. Wurde er jetzt getroffen? Nein, er ist noch gesund. Wie soll ich jetzt wieder rauskommen? Ich frag für einen Freund. Was ist jetzt, wenn ich mich hier hinstelle? Aha. Es brennt. Es brennt. Bruder muss los. Benutzen. Danke. Er ist noch am Leben? Brennmiststück. Gute Frau, sie brennen. Ach nö. Muss los. Shit. Shit. Aua. Wie viele Augen hat der denn bitte? Shit. Wie oft denn noch? Also, die Munition geht mir langsam halt auch wieder aus, obwohl wir haben noch 8, aber das ist halt so oder so ungünstig und jetzt sitze ich im Feuer drin, das ist halt auch nicht so nice. Ich renne jetzt einfach erstmal vorwärts, ganz ehrlich, ist doch egal. So. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, er hat hinten auch noch ein Auge. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, irgendwie. Ich weiß nicht, worauf hätte ich jetzt schießen sollen? Ich meine, er hat da eins, aber es bringt nicht so viel. Hm.
Kann ich hier jetzt irgendwas tun? Ihm in den Arsch treten oder so? Sieht schlecht aus. Jetzt hab ich dich. Oh oh. Oder auch nicht. Ich verstehe jetzt das Prinzip dahinter. Das heißt, ich muss meine Munition nicht verschwenden. Das ist günstig. Deshalb bin ich gerade gar nicht mal so traurig. Also muss ich ehrlich gestehen. Klar, es war schon ein bisschen kacke so, aber was willst du machen? Nee, Bruder muss los. Eigentlich hasse ich diesen Spruch, aber in dem Spiel passt der halt einfach so gut. Jetzt hab ich dich. Komm schon, schneller, schneller Kran, schneller. Okay, er nimmt gerade an Fahrt auf. Knappe Kiste, aber hat funktioniert. Hab dich, Errungenschaft freigeschaltet. Viel Spaß. Für den bin ich los. Da hat sich natürlich auch direkt ein Weg für uns, offenbart. Das ist ein gutes Wort dafür. Boah, es gibt nirgendwo. Was ist das? Oh, Munition. War das Munition? Ich glaube schon. So günstig. Puh. Okay, was immer er da tut. Okay. Ach Mensch, ich bin wieder da. Das ging ja schnell. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal speichern gehen, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, war das jetzt das Vieh, was da bei... Obwohl, das war, glaube ich, die Tür, ne, die da angezeigt wurde. So. Einmal kurz speichern, bitte. Bitte, bitte, bitte. Und ich sollte eventuell ein neues Erste-Hilfe-Ding holen. Oh, als ich gestorben bin, hätte ich die Dings ändern können. Mist. Die Schwierigkeit. Fällt mir mal wieder früh auf. So, wir nehmen das Erste-Hilfe-Spray mit. Ich muss da echt mal gleich drauf, also wenn ich später schneide, muss ich da mal drauf achten, ob das möglich ist. Achso, da komme ich jetzt nicht mehr durch, würde ich behaupten. Nee. Sieht schlecht aus. Komm schon. Ada! Ada, wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Du, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Wir
Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm, wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Ach, die beiden sind schon ein cutes Paar. Ich finde die richtig cool zusammen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde es irgendwie nice. Die sind schon echt ein cutes Paar. Das trifft's gut. So, ich weiß jetzt nicht, wie wir hier jetzt weitermachen sollen. Also, ich weiß nicht, wie wir nach unten kommen sollen. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Ah. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Okay, dann weiß ich natürlich, wie es weitergeht. Sie hat ja das Armband, das heißt, wir kommen da auch durch. Einfach nur, weil wir es gerade noch mal können. Ich brauche das für mein Gewissen. Und für meine Paranoia. So, kommen Sie mit, Ma'am. Das Bein. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Ist sie sich sicher? Naja, aber die High Heels müssen natürlich weiter sein. Okay, ich würde hier aber auch ehrlich gesagt nicht ohne Schuhe rumlaufen wollen. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Tja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hätte es nice gefunden. Vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Ich hätte es nice gefunden, wenn wir ein bisschen Munition gefunden hätten. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ich will aber. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Och Mann, so richtig sad gerade. Ich brauche eine Dusche, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, ich auch. Och Mann, das war gerade nochmal so richtig schön dramatisch. Können wir hier nochmal reingucken? Nein, wir können Ada leider nicht mehr stalken, vielleicht von unten. Puh. Meine Kiste ist auch am Start. Das war gerade noch so richtig schön dramatisch. Mech-Munition.
Okay, wir hatten noch mehr. Nehme ich mit. Und ansonsten... Das Werkzeug. Ich weiß es nicht. Falls wir es brauchen, müssen wir es uns dann passend holen, zum passenden Zeitpunkt. Ja, sie sitzt da drin. Gut. Dann würde ich aber auch sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Outlast, wo man dann auch so nach unten fährt. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, ob wir irgendwie an dieses Virus-Ding kommen. Bis dahin!